Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ich weiß gar nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist. Die Dorfbewohner hier, beziehungsweise auch hier die im Armeelager, die tragen keinen Mund-Nasen-Schutz, also so ganz safe ist das hier nicht. Und aber es sind ja nicht mehr als, ich weiß gar nicht, wie viel das zurzeit in eurem Bundesland sein dürfen. Ich weiß es noch nicht mal mehr für mein Bundesland, wie viel sich da zurzeit treffen dürfen. Aber ihr zum Titel gesehen, nachbessern erwünscht. Ja, wo kann man hier eigentlich so ein bisschen nachbessern? Ich meine, es gibt immer so ein paar Punkte, die ich bei Clash of Clans wirklich hasse. Also die stehen wirklich auf meiner, ich muss mal leider so sagen, Hassliste. Das wäre zum Beispiel der Punkt, wenn geboostet wird, dass grundsätzlich die Clanburg hier nicht geboostet wird. Da wartest du dann immer drauf. Truppen sind fertig, Helden sind fertig. Die zweite Armee ist auch schon fast durch, aber die Clanburg immer noch nicht. Das ärgert mich. Ich weiß nach wie vor nicht, warum Supercell hier nicht mal nachbessert, dass auch die Clancast oder die Kaserne, nicht die Kaserne, die Clanburg mit im Boost ist, sodass man etwas schneller wieder seine Truppen anfordern kann. Also das ist so ein Punkt, der ärgert mich wirklich. Ich meine, ich hätte die Videofolge jetzt auch anders nennen können. XX Dinge, die mich hier stören. Aber ich glaube, es gibt Faktoren, die stören dem einen, die stören den anderen nicht. Und einige Sachen wurden ja schon abgestellt. Einige werden vielleicht noch abgestellt. Nächster Punkt wäre dann, als Beispiel, diese Kasernen hier, wenn man jetzt hier trainiert und du hast eine Kaserne im Ausbau. Ihr kennt das sicherlich, gerade die in kleineren Rathausstufen spielen. Ein Beispiel, was mir eigentlich immer wieder aufschlägt, ist, wenn ich auf meinem Rathaus 7 Account das erste Mal Drachen habe und habe dann noch zwei Kasernen, beziehungsweise bei Rathaus 8 dann zwei Kasernen oder drei Kasernen im Ausbau und muss mit einer Kaserne Drachen bauen. Das finde ich schon ziemlich mies, weil das dauert dann ewig. Und da hat Supercell ja hier im Nachtdorf zum Beispiel schon mal nachgebessert. Also da wurde schon nachgebessert. Hier kann ich also ruhig meine Kaserne ausbauen und trotzdem kann ich hier, habe ich hier immer Truppen und on top. Also sie sind ja jetzt immer da. Ich habe hier keine Wartezeit mehr. Die Wartezeit, muss ich sagen, hier oben in dem Dorf finde ich das in Ordnung, aber ich würde mir wünschen, wenn auch dort das eingeführt wird, dass wenn eine Kaserne im Ausbau ist, du trotzdem noch, ich nenne es mal so, relativ zügig deine Truppen bauen kannst. So will ich es mal sagen. Also es gibt so zwei, drei kleinere Sachen, die stören mich hier. Aber die müssen euch jetzt nicht stören. Könnt ihr mir ruhig mal unten reinschreiben, was euch so am meisten stört. Was mich wirklich immer hart stört, ist nach den Clan-Spielen die Results. Nicht, weil sie gut sind oder weil sie schlecht sind, sondern weil ich sie jetzt nicht abholen kann. Ich meine, wenn wir jetzt mal rumrechnen hier, dann würde ich sagen, ich habe natürlich vorher schon gerechnet, sind das hier 310 Gems, die ich mir jetzt abholen könnte. Aber ich habe ja noch ein paar Tage Zeit, nämlich 6 Tage 23, um mir die Clan-Spiel Rewards hier abzuholen. Vielleicht kommt ja was in den 6 Tagen. Wenn halt nichts kommt, bin ich halt um 310 Gems leider nur reicher. Und das finde ich eigentlich sehr traurig. Ich gebe euch gleich noch ein anderes Beispiel, wo ich das auch so empfinde, auch wenn ich jetzt noch hier nichts mehr brauche, aber mit anderen Accounts brauche ich hier natürlich nötig was. Also da würde ich mir gerne nur das Heldenbuch zum Beispiel nehmen. Und das sind so Sachen, die gehen leider nicht. Ich würde sagen, wir hauen mal einen Sack. Ein bisschen Clash of Clans muss natürlich auch sein. Ein bisschen Clash of Clans spielen. Ich habe in der letzten Liga hier nur ein paar Points gemacht. Also jetzt nicht ganz so viel. Ich habe abgeschlossen mit 4.949, was natürlich sehr schwach war. Aber ich habe auch wirklich ultra wenig angegriffen hier. Deswegen wollen wir gleich in die neue Season hier mit einem Angriff starten. Ich bin schon einmal angegriffen worden mit minus 11. Also nach wie vor meine Base hält ganz in Ordnung. Okay, wir gehen mal rein. Ich habe eine etwas komische Armee hier am Start. Im Moment die Super Goblins. Zur Liga hin werden das dann sicherlich wieder die Fassroller werden, also die Supermauerbrecher. Und mal sehen, was mich jetzt erwartet hier. So unterhalb 5000, da ist es noch manchmal nicht ganz so ultra schwer, etwas zu reißen. Aber ja, ich sehe jetzt schon, was ich hier habe. Ich habe hier einen Heilzauber bei. Oh. Naja, okay, dann sei es mal so. Ich habe jetzt einen Heilzauber hier bei, der ist vielleicht ein bisschen suboptimal. Gehen wir aber trotzdem rein hier mit unserem Halbsmash. So will ich das mal benennen. Denn so richtig smashen tue ich hier im Moment nicht mit den Hexen. Aber wir können hier mal reingehen und
können hier schon mal so das eine oder andere Lager wegmachen hier, um uns so ein bisschen den Funnel hier vorzubereiten, dass uns die Truppen jetzt gleich nicht ganz entgleiten. Was habe ich denn eigentlich in der Kaserne? Ah, ein paar Hocks noch, okay. Das ist gut. Das ist gut, noch ein paar Hocks und dann können wir die sicherlich gleich auch nutzen. Ich muss mal gerade gucken, wo die Scatter stehen. Ah, okay, der eine da, der andere da. Den müssen wir dann wegfrosten. Ich habe aber auch einen Heilzauber. Ich weiß tatsächlich nicht wirklich, warum ich den Heilzauber hier habe. So, wir nehmen hier den Funnel rein. Hier unsere Karre und, oh, bleib bei mir, mein Lieber. Warden, bleib bitte bei mir. So, meine ganzen vielen Hexen hier mit durch. Die Queen hier mit rein. Und ich würde sagen, wir springen hier mal Richtung Rathaus. Drei Hunter hier mit durch. So, der Scatter schießt da schon. Da kommen ein paar Clan-Bug-Truppen raus, okay. Weil wir können hier vielleicht weiterspringen. Ich habe jetzt echt ein bisschen wenig Zauber, sehe ich jetzt gerade. Beziehungsweise zu wenig Wut hier. Und wir nehmen den Scatter hier hinten nochmal. Hier ein bisschen die Heilung. Ja, immerhin ein oder zwei Sterne werden es ja. Mit so ein paar Pokalchen. Na, gar nicht mal so schlecht. Da habe ich schon schlechter angegriffen, Leute, kann ich euch sagen. Queen wollen wir mal nicht vergessen. Und der Champion hier holt mir jetzt noch den Inferno. Den schafft er leider nicht mehr. Und der war jetzt gerade auf den Warden, hat jetzt aber nochmal gewechselt. Meine Truppen müssen hier noch hart durch. Aber es sieht noch ganz gut aus. 56 Queen kann ich noch zünden. Die ist nicht mehr in Heilung. Die Heilung ist im Moment auf anderen Truppen, die etwas mehr Schaden bekommen. Jetzt bekommt aber auch meine Queen so ein bisschen. Und das sieht eigentlich noch ganz gut aus. Aber gar nicht mal so schlecht. Wie gesagt, da habe ich von mir schon schlechtere Angriffe gesehen. Wesentlich schlechtere Angriffe. Und ich zünde jetzt schon mal meine Queen. Hawkrider habe ich jetzt nicht mehr gesehen. Ich hatte jetzt gerade noch Hawkrider auf dem Schirm, aber ich glaube, die habe ich doch nicht gesehen. Ne? Hier hinten prügeln sich auch noch mit dem Inferno rum, aber das war es jetzt auch mit meinem Warden. Okay, aber es geht ganz gut in die 80% hier rein, würde ich sagen. Und damit haben wir schon mal zumindest den Einsterner, den ich jetzt heute Morgen kassiert habe, weggemacht. Und wir springen gleich auf mein anderes Rathaus 13 Dorf, auf den Avatar. Da habt ihr gestern Abend mal wieder gefragt oder der ein oder andere interessiert sich da etwas mehr für, so ein bisschen so für den Fortschritt im frischen Rathaus 13 Bereich. Und was mich da eigentlich auch erwartet, habe ich gestern Abend noch ganz, ganz spät, also nach dem DCM-Doppelpack, doch noch die Clanspiele wenigstens geschafft. Ich war nah dran, die nicht zu schaffen, aber 81% ist absolut in Ordnung für mich hier. Und so haben wir wieder eine Liga. Wir sind wieder in der Legende, wunderbar, und haben heute ein bisschen vorgelegt mit plus 15. Ich sehe mal zu, dass ich mal ein bisschen mehr mache. Aber im Moment gibt es hier halt außer Gems sammeln nicht wirklich viel zu tun. So ein paar Events kommen, sind eben heute Morgen reingekommen. Und auch die 1-Gem-Donation für euch, also nicht nur für die Passspieler, sondern auch für die Nicht-Passspieler. Die freut sicherlich auch, dass sie mal ein bisschen ihre Gems loswerden beim Spenden. Und ich würde sagen, dann mache ich keinen Cut. Ich springe einfach rüber hier zum Avatar. Und da ist er. Dann sind wir in einem Fluss so ein bisschen, was geht und was eigentlich nicht geht. Okay, das geht, dass ich hier erstmal verloren habe. So, und auch hier schauen wir mal rein, was wir bei den Clanspielen so abholen können. Erstmal nehmen wir den Müll hier mit. Erstmal aufräumen so ein bisschen. Und auch hier habe ich die 4000, wie gesagt, gerade noch so geschafft, aber auch auf dem Kopf, also nicht mehr, nicht weniger. Denn ich möchte hier auch gerne zweimal zugreifen, aber auch hier seht ihr, kann ich einiges nicht nehmen. Ich muss es erstmal ausgeben, aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Mauerringe gut gebrauchen könnte und wähle die aus, dann kann ich sie trotzdem nicht nehmen, weil ich muss aus allen Tiers hier die Rewards auswählen. Und das finde ich ein bisschen mager. Ich meine, warum soll ich jetzt nicht schon mal die Mauerringe nehmen und den Rest dann in Ablauf der Zeit hier, 6 Tage, 22 Stunden übrigens nur noch, und so Stück für Stück die Rewards hier leer machen. Also da möchte ich wirklich so ein bisschen, dass nachgebessert wird. Und aber sonst, ja, das ist der frische Rathaus 13 hier. Der hinkt so ein bisschen hinterher. Ich habe aber immerhin schon mal das Rathaus auf 4 Sterne hochgeklopft. Und ja, für den 5. muss ich jetzt ein bisschen sammeln. Auch da weiß ich jetzt im Moment nicht, nehme ich jetzt noch die Super Gobbies, gehe wieder ein bisschen runter. Ich bin im Moment in Champ.
3, glaube ich. Oder farme ich lieber so ein bisschen mit so ACK-Truppen weiter? Naja, okay, ein bisschen Farm, ein bisschen Spendertruppe ist auch dabei, sodass ich hier doch noch relativ guten Lot mitnehme und trotzdem noch vielleicht so ein bisschen für die Kriege übe. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir auch einen Angriff, aber den mache ich erst, wenn wir die Ü30 Lounge hier begrüßt haben. Das ist unser derzeitiger Gegner, also Grüße an die, die fast so alt sind wie ich und die hier aber schon etliches an Angriffen getätigt haben. Wir haben noch so ein bisschen was offen hier und der Sven hat hier mit 3 Sterne reingehauen. Ich habe es bisher noch nicht gesehen. Gucken wir einfach mal rein, wie er das so gemacht hat. Also erstmal so ein bisschen mit den Packers gefunnelt hier. Oben und unten. Jetzt mit den Ice Golems dabei. Oh, das ist eine Kombi, die habe ich gestern auch gesehen im Turnier, im DCM Doppelpack. Und die kann richtig gut durchgehen, muss ich sagen. Im Rathaus 13 Bereich wäre vielleicht ein, vielleicht sollte ich mir das einfach mal anschauen hier für Legende, um so ein bisschen was zu reißen. Aber gelingt mir dort nicht immer und im CK dann, ja, erst recht nicht. Vielleicht sagen dann ja einige, ah, Toto, nimm die mal nicht so. Ich meine, mit den Ice Golems und mit den Hexen und mit den Bowlern, da hast du ja richtig schon Truppen hier auf dem Feld, muss man sagen. Und Mitte hat er sich einfach aufgemacht mit einem Erdbebenzauber, der zweite Scattershot muss jetzt ein bisschen schneller fallen, ist er jetzt auch. Und außen bzw. in den Compartments jetzt die Single Inferno, die natürlich immer wieder wechseln müssen, von Skelett zu Skelett. Hier außen lässt dann Champion mitlaufen und so ganz träge dahinter der Ice Golem hier unten. Aber glaube ich ganz schön gemacht, hier 3 Sterne, 1 auf 1 und mal sehen, wie das hier ausgeht. Ich bin jetzt mit dem Avatar die ganze Zeit nicht mit dabei, weil ich meinen Champion eigentlich hart leveln wollte. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht. Ich hätte den Clankick hier mitspielen können, um so ein bisschen mit am Ball zu bleiben, vor allen Dingen was Clankriege angeht und auch Angriffsstrategien im Rathaus. Ja, ich nenne es mal so frisch 13 Bereich, der ich ja nach wie vor bin. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, man ist dann erst raus, wenn man wirklich Max ist. Oder wenn die Helden Max sind und die Truppen noch nicht ganz da sind oder so. Keine Ahnung, wie das läuft. Aber hier hat er schön gemacht und wir wollen auch hier noch einen Angriff machen mit dem Rathaus 13er, würde ich sagen. Aber dann haben wir hier mal in den Clankrieg reingeschnüffelt, haben hier die Ü30 Lounge gegrüßt. Also Grüße und viel Glück euch. Auf dass wir hier einen fairen Clankrieg noch zu sehen bekommen. Und damit sind das hier 3 Sterne für den Sven gewesen. Wunderbarer Angriff und wir machen jetzt auch noch einen im Rathaus 13 Bereich. Die Suche wird, glaube ich, nicht ganz so lange dauern. Das Montagsvideo wird sowieso immer lang. Also ist hoffentlich nicht so schlimm, nachdem ich ja vor allen Dingen wenig gestreamt habe, beziehungsweise gestern Abend war ja der erste Stream überhaupt wieder nach 2 Wochen. Das Doppelpack vom DCM. Und aber ich sage ja immer, ich gelobe Besserung, auch wenn ich das nie einhalte. Ganz so schlimm ist es aber nicht. Wir wollen auch trotzdem einen Gegner finden, der so ein bisschen wenigstens Gold für uns hat. Denn da fehlt es mir jetzt ganz, ganz extrem. Und ich kann mir aber vorstellen, dass ich auf jeden Fall... den können wir mal mitnehmen hier. Der hat nur noch keine Liga, okay? Der hat nur noch keine Liga, den können wir hier eigentlich mitnehmen. Wie weit kriegen wir das hier denn eigentlich auf? Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da machen wir ruhig hier auf nur. Da haben wir das Rathaus jetzt leider schon aktiviert, aber das ist auch nicht so schlimm. Und auch hier nehmen wir so ein bisschen den Warden mal in die Pflicht. Das müssen wir mal ein bisschen üben hier. Dass wir auch mit dem unterwegs sind. Dann funneln wir hier mal gegen. Und was habe ich hier drin? Okay. 2 Miner und einen. Oh. Toto, da kriegst du jetzt Stress. Okay. Ja. Da kriegen wir jetzt gerade Stress so ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. So, wir nehmen hier noch den Packer mit rein. Und ihn hier. Und die ganze Meute hier, dass vielleicht jetzt der Warden auf uns aufmerksam wird. So, 2 Mal davon. Und ein Royal Champion hier hinten geworfen, sodass wir hier vielleicht ein bisschen reinkommen und wenigstens so ein paar Ressourcen uns hier mitnehmen können. So, den friesen wir mal. Den nehmen wir auch kurz mal in Fries rein hier. Oh, mein Royal Champion ist aber ziemlich schnell gestorben da gerade.
Warum denn eigentlich das? Ah, weil er noch nicht so stark ist, okay. Weil der noch nicht so stark ist. So. Wo sind denn hier noch ein paar Truppen über? Die Wohnzündung war, glaube ich, ganz in Ordnung. Und ah, der Scattershot wird mir jetzt alles kaputt machen da von da hinten. Naja. Aber der Dicke ist noch am Tanken hier. Und Single Inferno und Scattershot sind natürlich ganz böse, böse Typen hier. Den Adler haben wir noch bekommen für unsere Tat. Und ein bisschen Loot haben wir auch gekriegt. Zumindest auch das Dunkle, denn der Held muss weiter hochgehen hier, der Royal Champion. Und dafür brauche ich das in jedem Fall. Natürlich brauchen wir auch ein bisschen Gold, aber ach, dann kommen wir mal so ein bisschen rein wieder. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob wir vielleicht doch mit Kobolden hier erstmal wieder weitermachen, um das Ganze ein bisschen schneller reinzubekommen oder ob wir ruhig so ACK-Truppen nehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das vielleicht macht. Immer mal wieder so ein bisschen üben. Queen setzen, Warden raus, Heilung etc. Und wie das Ganze hier eigentlich vonstatten gehen kann. Aber ich glaube, der letzte Bogenschütze wird auch nichts mehr reißen hier. Und der kriegt auch nichts mehr. Da können wir ruhig aufhören zu kämpfen hier. Okay, Starbonus haben wir auch nochmal reinbekommen. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Ich nehme die jetzt nochmal nach. Aber ich nehme die hier mal raus. Die brauchte ich nämlich nicht. Die waren, glaube ich, noch Spendertruppe für den Rathaus 11. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Zum Wochenstart hin also könnt ihr mir gerne auch hier in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich meine, die Mauerringe sind jetzt immer noch markiert. Das haben sie immer hinbekommen, dass man nicht nochmal alles immer neu setzen muss, nur weil man hier mal raus, mal reingeht. Zu Anfang war das ja so. Und aber dennoch, glaube ich, kann man, finde ich schon, dass Supercell hier ein bisschen nachbessern kann. Ja, was kann ich eigentlich noch sagen? Ich wünsche euch einen coolen Wochenstart. Bleibt am Ball. Beziehungsweise bleibt am Kanal dran, abonnieren nicht vergessen, Glocke stellen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bis dahin, ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clashed.